Das zweite Chakra, Sakralchakra oder auch Sexualchakra genannt, steht als Tresor der Lebensenergie für die Instinkte und das Zellgedächtnis. Durch dieses Chakra werden Energien nach oben zu den anderen Chakren weitergeleitet. Hier werden ihre Sexualität und Kreativität geboren. Das Sakralchakra ist orange-gelb. Es stellt ihr Gefühlszentrum dar und befindet sich direkt unter dem Bauchnabel. Es steht mit dem Halschakra in direkter Verbindung und reguliert zudem die Qualität der Liebe. Auch Selbstliebe hat mit diesem Chakra zu tun. Ist es aktiv, kann die körperliche und die sexuelle Lust ausgelebt werden. Ist das Chakra blockiert, werden die sexuelle Kraft und Potenz geschwächt. Man ist lustlos und zeigt keine sexuellen Bedürfnisse. Darunter leidet die Seele. Durch Neid von außen können Blockaden im Sakral oder auch im Halschakra entstehen. Diese beiden Chakren hängen energetisch gesehen immer zusammen. Derartige Blockaden können Hemmungen verursachen. Ein beschädigtes Sakralchakra kann sogar die Kreativität negativ beeinflussen. Durch gelebte Sexualität werden Energiestauungen schnell entladen. Blockaden lassen sich auch durch Yogaübungen oder Meditation beheben. Edelsteine helfen ebenfalls, die Blockade in diesem Chakrabereich zu lösen. Ich empfehle, Jaspis-Opalwasser zu trinken. Nehmen Sie dazu jeweils 50 Gramm von beiden Edelsteinen und legen Sie in ein Glas Wasser. Nach 6 Stunden kann das Wasser getrunken werden. Sie können jedoch auch einen Sexualchakra-Beutel herstellen. Nehmen Sie Karneol und ein paar Reiskörner und legen Sie in einen Beutel aus Baumwolle. Tragen Sie diesen bei sich.